In meinem Land ist Radfahren einfach eine Transportmöglichkeit. Kein Sport, sondern Arbeit. Von einem Ort zum anderen bewegen wir damit ganz unterschiedliche Dinge. Wir nennen unsere Lastenräder Black Mambas. Nein, auch ich wusste nicht, dass Radfahren ein Sport ist, von dem man tatsächlich leben kann. Es geht uns darum, einfach in einem kleinen Rahmen, den wir machen können, jungen Menschen aus Afrika einfach auch auf Augenhöhe Teilhabe an unserer globalen Welt zu ermöglichen, um damit sich menschlich, sportlich, aber auch bildungstechnisch entwickeln zu können und damit Perspektiven zu bekommen. Ende Februar, 200 Kilometer südlich des Äquators, ein Land gerade mal so groß wie das Saarland und Rheinland-Pfalz zusammen lädt ein zur Tour du Rwanda. Die Tour de France Afrikas, eine der großen Bühnen für das saarländische Profiteam Bike Aid. Noch jung. Vor 6 Jahren erst gegründet, Bike Aid aus Blieskastel. Ein Team, das anders sein will, das vor allem afrikanischen Fahrern Chancen eröffnet, das aber auch zu Hause bewegen will. Dass wir in Afrika Radrennen fahren, in einem Land wie Ruanda, wo Millionen Menschen an der Straße stehen, das machen wir, weil wir ein ganz großes Anliegen haben, in Deutschland die Leute für den Radsport zu begeistern. Deswegen sind wir hier, weil wir den Leuten vermitteln wollen, was Radsport alles bewegen kann, auch außerhalb von diesen Negativschlagzeilen. Zwei Kenianer, ein Eritreer, zwei Deutsche, dazu noch französische Betreuer. Wir fahren eine Runde, wir fahren das nochmal. Nee, dann fahren wir das so rum. So bunt steht diese saarländische Mannschaft mitten in Afrika. Ich finde, wir vereinen das super bei uns im Team. Verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Nationalitäten. Und am Ende, das, was uns am Ende eint, ist, dass wir alle Menschen sind. So you speak. So I give a box at the moment for your room. So means seven for you, eight for you, or you take. I don't know, you have more weight than him, or? Take one out of the box, because... Hey, this is eight. That's eight? Yes. Am Abend vor dem Start übernimmt dann doch die Anspannung. Ein Etappensieg ist das Ziel, am besten gleich morgen. So maybe Matthias can also bring us like a little bit through the wind in the front. And then I think we don't have to help each other, because then it's just like the shape of the day and how you feel. You just go hard. And on the top we will see. Kigali, Hauptstadt Ruandas. Start und Ziel der Rundfahrt und einer ersten gleich ereignisreichen Etappe. Ausgerechnet kurz vor den letzten entscheidenden Kilometern. Panne bei Schnapka. Unpassender könnte der Zeitpunkt dafür kaum sein. Der Radprofi aus Blieskastel kann den Rückstand nicht mehr aufholen. Trotzdem, seine Mannschaft fährt vielversprechend. Erst reißt Nicodemus Holler aus. Danach noch energischer Afrikameister Mekseb Debesay. Eritreas Olympiateilnehmer. Motiviert durch den französischen sportlichen Leiter auf Englisch aus dem saarländischen Teamfahrzeug heraus. Aber auch Mekseb Debesay wird noch eingeholt. Wenige Meter vor der Ziellinie. Bike Aid fährt lange gut, dann aber doch ganz knapp an einem perfekten Auftakt vorbei. Das war ich weg mit dem anderen und dann hat er die Konterattacke gefahren.
aber er hat nicht ganz gereicht. 200 Meter vom Ziel sind sie aufgefahren und dann stand er natürlich wie ein Eimer. Naja, mal gucken, jetzt kommt hier Schnappi, der noch am Leben ist. Lebst du noch? Ja, mir ist auf Eingangskopfsteinpflaster ist mir der Schaltzug hinten rausgeflogen oder so. Also ich war dann halt nur auf dem Elfer. Ich muss halt das Rad wechseln. Wir schaffen den Schick. Next step was in Kontakt. Yes. Alone. Okay. Then they got him in the last one in the middle. For the second place. Fuck. Als dann alle Richtung Feierabendhimmel blicken, knallt es plötzlich. Das Auto eines anderen Teams rollt plötzlich rückwärts los und prallt nach wenigen Metern auf den Wagen von Bike Aid. Der Mann hinterm Steuer ist kollabiert, bewusstlos geworden und hat dabei ungewollt die Bremse gelöst. Das ist halt das Problem mit dem Wetter hier. Das darf man halt alles nicht zu witzig nehmen, wenn man nämlich so direkt irgendwie aus Europa Winter kommt und dann plötzlich auf der Höhe ist, 1600 Meter, komplett andere Temperatur, komplett andere Luftfeuchtigkeit. Das ist halt nicht immer spaßig. Dieser Auftakt fordert gleich allen alles ab. Bietet aber auch einen Vorgeschmack auf das, was diese Ruanda-Tour besonders ausmacht. Auf Begeisterung. Auf 3,5 Millionen Zuschauer in nur 8 Tagen. Und auf Versöhnung. 26 Jahre nach dem Völkermord. In nur 100 Tagen sterben damals Hunderttausende. Eine humanitäre Katastrophe. Auch das ist eine Meinung, die wir uns ein bisschen von außen aufsetzen, aber trotzdem empfinden wir es hier einfach so, dass die Tour de Ruanda stellvertretend das Ereignis ist, was nach dem Genozid die Möglichkeit geschaffen hat, dass dieses Land wieder an sich glaubt, ein positives Nationalgefühl entwickeln konnte und gemeinsam die beiden kriegerischen Parteien ihre Nationalmannschaft gemeinsam anfeuern. Adrien Niyonshuti verliert damals seine Familie. Startet später als erster ruandischer Radfahrer bei Olympia. Wie so viele vor Ort spricht aber auch er nicht mehr offen über den Völkermord. Das ist vorbei. Das wird nicht wieder passieren. Unser Präsident und unsere Regierung achten sehr penibel darauf. Also, ja, das ist einfach vorbei. Und damit Niyonshuti recht behält, investiert das Land vor allem in Bildung. Und Bike Aid hilft dabei mit. 2 Tage vor Tourbeginn eröffnet das Team aus Blieskastel die ersten saarländischen Schulgebäude in Ruanda. Who of you know the Tour de Rwanda, the bicycle race? He did 5 times already the Tour de Rwanda, so he know your country. Die Chance auf mehr Bildung. Und mal ganz private Fragen. You are married? No, I'm not married. Neue Klassenzimmer, neue Latrinen und Wasserversorgung entstehen, kosten rund 60.000 Euro. Der große Verein hinter dem Profiteam Bike Aid, der aus Gönnern, Sponsoren und deutlich über 1.000 auch nicht saarländischen Radamateuren besteht, bringt das Geld dafür zusammen. Spenden sammeln, insgesamt knapp 1 Million mittlerweile, und ganz gezielt einsetzen, auch das ist Bike Aid. Ja, das war früher auch bei uns zu Hause in Kenia nie einfach. Wir hatten nie genügend Klassenräume für alle Kinder. Und das ist hier nicht anders. Daher ist das hier eine richtig große Hilfe. We hope also to see you and celebrating our riders and hopefully Maxep or rider of us can win a stage here and then we see you at the finish line. Über 2000 Schüler schenken Spendern und Sportlern ganz viel Dankbarkeit. Für einige im Team sogar zu viel. Diese Dankbarkeit, und das war eine ehrliche Dankbarkeit vor Ort von den Kiddies, von den Verantwortlichen,
die hat mich beschämt, weil wenn wir dann als EU dann uns Fischrechte erkaufen und dann vom Senegal die Meere wegfischen und dann, jetzt ganz stark vereinfacht, dieses Geld neben hier eine Schule bauen und uns dann zujubeln lassen, dann fühle ich mich dabei nicht wohl. Trotzdem, Leute, spendet Geld und baut Schulen. Das ist immer noch das Beste, was man mit dem Geld machen kann, weil die werden jetzt heute in die Schule gehen und ich hoffe, dass sie gut Englisch lernen. Und dann steht ihnen unendliches Wissen bereit. Und dann werden sie merken, woher denn das Geld ursprünglich kommt. Und dann werden sie hoffentlich ein bisschen sauer werden und dagegen gegen diese Ungerechtigkeit aufstehen. Klare Aussagen, kritische, fallen auch intern. Sportlich läuft erstmal wenig. Die zweite und dritte Etappe prägen andere. Taktische Fehler, einige Missverständnisse und auch einfach noch nicht die besten Beine bislang. Auf der vierten, der Königsetappe morgen, soll sich das aber ändern. Kivusee, Grenze zum Kongo. Der Arbeitstag beginnt um 5.15 Uhr schon. Auch für die Langschläfer im Team Matthias Schnapker und Nikodemus Holler. Aufstehen im Dunkeln mögen sie so gar nicht. Ich benutze nicht die Worte, die ich dafür benutzen würde. Ich bin eher die Eule, nicht die Lerche. Nach dem Aufstehen direkt frühstücken. Die längste und härteste Etappe beginnt ungewöhnlich früh, schon um 8. Das Problem ist, dass der Magen einfach seine Zeit braucht zum Verdauen. In der Regel sagt man so 3 Stunden. Deswegen muss man mehr oder weniger 3 Stunden vorm Start essen. Wir haben es jetzt mal auf 2,5 verkürzt, sozusagen. Noch 40 Minuten. Morning. Morning. Abfahrt am Hotel. Noch 15 Minuten. Kurzfristige, aber dringliche Suche nach einer Toilette. Do you have a toilet, which I can use? Und dann, gerade so pünktlich, stehen auch alle Langschläfer ausgeschlafen bereit. Gleich 8 Bergwertungen, 4500 Höhenmeter, schwerer als fast jede Tour de France-Etappe der vergangenen Jahre. Diese königliche Kletterstrapaze im Land der 1000 Hügel. Energie nachtanken, unterwegs. Und diesmal fährt Bike Aid vorne mit. Bringt gleich 3 Fahrer in die entscheidende Ausreißergruppe. Salem Kipkemboi, Riesentalent aus Kenia, ist einer davon. Der Jüngste im saarländischen Team. Dann aber beschleunigen doch andere entscheidend. Etappensieg für Eritrea. Nathanael Tesfaction gewinnt, schlüpft ins gelbe Trikot, wird später auch Gesamtsieger dieser Tour. Wenn dann ein Stärkerer gewinnt, dann kann ich damit leben. Ich kann nur nicht damit leben, wenn wir dumme Sachen machen. Das ärgert mich dann, wenn wir taktisch alles richtig machen und am Ende geschlagen werden, muss man sagen, okay, Chapeau, herzlichen Glückwunsch und wir probieren es morgen wieder. 5 knifflige Kletterstunden geschafft. 10 Jahre älter erstmal nochmal, das passt jetzt im Moment vielleicht. Vielleicht später im Hotel irgendwann erleichtert, aber erstmal fühlt sich das nicht gut an. Das dann umso besser.
Während hinten der Chef erschöpft entspannt, werden vorne die vielleicht talentiertesten Teambeine verwöhnt. Salem Kipkemboy, erst 20, Kenianer. Sein Blick auf sein Zuhause und seine besondere Entdeckungsgeschichte. Auf 2.500 Metern wächst Kipkemboy auf. In Eton, ärmlich, kaum Bildungschancen. Die Familie lebt in einer kleinen Lehmhütte. Holz verkaufen und Schnaps brennen sichern das Überleben. Und Salem muss früh mithelfen, transportiert täglich Feuerholz auf genau so einem Lastenrad. Und wenn er heute während des Trainings ein Lastenrad trifft, weckt das kuriose Erinnerungen an seine Black Mamba. Mein Rad hatte keine Bremsen. Ich musste bergab zum Stoppen die Füße nutzen. Eines Tages kreuzt sich dann zufällig sein Transportweg mit dem des kenianischen Radkaders. Und Salem, da ist 14 Jahre alt, strampelt nicht nur hinterher, sondern hält mit und beeindruckt. Das Team will ihn haben. Sie riefen an, fragten, ob ich kommen will, und ich sagte ja. Ich bekam eine echt schöne neue Black Mamba, bestens ausgestattet. Die hatte sogar Bremsen. Mit 18 die nächste wegweisende Begegnung. Matthias Schnapka bekommt einen Tipp, besucht ihn, bietet ihm die Chance, den ersten Profivertrag. Und gleich im Premierenjahr schafft Kipkemboy Historisches, gewinnt als erster aus dem Läuferland Kenia ein Profiradrennen. Ich freue mich, wenn die wachsen und wenn die erfolgreich sind. Ich glaube, ich habe mich über den Sieg vor 2 Jahren von Salim, das war der erste Kenianer, der ein Profirennen gewonnen hat, da habe ich mich mehr gefreut als über meine Siege. Also hatte ich, wo ich ins Ziel kam, ich hatte einfach nur Gänsehaut. Es war völlig aus dem Häuschen. Wow, Salem, 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 Salem in Kenia. Yeah, yeah, the victory changed everything. Der Sieg veränderte alles. Die Menschen in Kenia wissen jetzt, was Radsport ist. Auch das Fernsehen ist mittlerweile immer bei den Rennen in Kenia vor Ort. 500 Euro pro Monat. Kipkemboy verdient nun Geld mit dem Sport, von dessen Existenz er lange gar nichts wusste, baut seiner Familie ein neues Haus und sich selbst ein eigenes. Er hat mir gestern die Fotos gezeigt, das ist wirklich ein schickes Teil. Und er hat mir selber ganz stolz gestern die Geschichte erzählt, das war relativ emotional, dass immer wenn er vor diesem Haus steht und überlegt, wie macht er jetzt weiter, wann kriegt er die nächsten 200 Dollar bei einem Radrennen zusammen, dass er vielleicht das Fenster machen kann oder die Ziegeln. Und dann kommen immer irgendwelche Leute vorbei, gerade irgendwie Leute, die keine Arbeit haben und fragen, ja, wo ist denn der Hausbesitzer, kann ich vielleicht streichen, um ein paar Mark zu verdienen? Und dann steht der Salem, der Junge, da und sagt halt, ich bin der Hausbesitzer. Filmreifes Drehbuch. Sieht doch Hollywood so. Danny Boyle, Oscar-prämierter Regisseur von Slumdog Millionär, war für erste Gespräche schon bei Salem Kipkemboy zu Hause. Geschafft. Radprofi. Aller noch so großer bürokratischer Problemberge zum Trotz. Nur mal ein Negativbeispiel. Die Visabeschaffung in Kenia. Die deutsche Botschaft in Nairobi hat 1 Stunde Telefonzeit pro Woche. Dort muss man drankommen ans Telefon. Das ist schon verständlicherweise dann ganz schwierig. Man kann dort nur erscheinen, wenn man vorher einen telefonischen Termin vereinbart hat. Wenn man den dann hat, müssen sich unsere Jungs eine Tagesreise auf den Weg machen. Und der Regelfall ist, die kommen mit allen Papieren an, die sie brauchen. Und immer fällt dem Beamten vor Ort irgendein Papier ein, was angeblich nicht korrekt ist. Und dann geht die Prozedur von vorne los. Der muss zurück nach Hause, der muss warten, der muss telefonieren, bis er in irgendeiner Woche irgendwann in dieser Stunde durchkommt, wieder einen Termin bekommt, um dann wieder hinzukommen. Und wenn er Pech hat, wiederholt sich das Spiel vielleicht 3-mal. Das ist, muss man, also das ist keine Unterstellung, das ist einfach absoluter Vorsatz. Das wird einfach so gemacht, weil man die Leute fernhalten will. Viele scheuen deswegen die Anstellung afrikanischer Fahrer. Nicht so Bike Aid. Das Team will verändern, legt seinen sportlichen Finger in offene gesellschaftliche Wunden. Wir fahren global Radrennen und wir dürfen als Deutsche, als Europäer mit
praktisch unserem sehr, sehr privilegierten Reisepass miterleben, wenn wir mit unseren Jungs zusammen reisen, was es heißt, Schwarzer zu sein. If you have a German passport, mit einem deutschen Pass kannst du wahrscheinlich in jedes Land deiner Wahl reisen. Für uns ist das meist nicht so einfach. Und dabei so cool zu bleiben und dabei so freundlich zu bleiben und so, also ich würde ausrasten am Flughafen, die sind mit uns unterwegs, wir tragen dieselbe Kleidung. Und die werden einfach nur auseinandergenommen, weil sie schwarz sind. Und das ist einfach purer Rassismus. Im Sattel, bei über 100 Rennen pro Jahr, weltweit, ist dem Team aus Blieskastel so eines klar geworden. Dass wir nur nicht so weit sind, wie manche Menschen glauben, mit der Gleichberechtigung. Also da ist weltweit noch einiges zu tun. Das Fahrerfeld biegt nun ein auf die zweite Tourhälfte. Regenwälder, Vulkangebiete liegen hinter ihm. Die sechste Etappe, bergig, kühl, verregnet und ärgerlich für Nicodemus Holler. Der Stuttgarter fühlt sich im Ziel um eine Top-Platzierung betrogen. Konkurrenten hätten sich bergauf am Teamauto festgehalten, sich klare Vorteile verschafft. Strafen bleiben dennoch aus. Hasse das, ey. Dann sollen sie einfach gar keine Regeln machen oder ihre Scheißregeln durchziehen, ey. Wir gehen jetzt so auf den Sack, ey. Die Kinder, der Drecksport. Bist du überholt am Berg von Areruya schön am Auto? Und dann stehst du dann alleine da in der Prärie. Ist doch einfach nur zum Kotzen, sowas. Zittrig, fiebrig und komplett erschöpft beendet Matthias Schnapka diesen Tag. Seine letzten Kräfte liegen da schon aufgebraucht direkt hinter der Ziellinie. Jeder Handgriff eine Qual. Seine schmerzhafte Etappenerkenntnis. Schwachsinn ist das Einzige, was da passt. Ich bin halt irgendwie durchgefahren, aber das hat halt überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Da werde ich wahrscheinlich morgen krank im Bett liegen. Krank, nichts zu machen. Schnapka muss das Rennen vorzeitig beenden. Seine zweite Tour durch Ruanda. Die bis zur Krankheit erneut, ganz häufig genau nach dem Geschmack war. Eines einfach neugierigen Menschen. Schmecken, fühlen, eintauchen in einen anderen Alltag, glückt dem 39-Jährigen dennoch. Das Radsportmonument Afrikas aber, von dem er vorab so schwärmte, das verpasst Schnapka. Die Wall of Kigali. Über 20% steil. Holprige 300 Meter bergauf. Es gibt so eine kleine Gruppe Radfahrer, die lieben das. Und alle anderen 95% hassen das. Es ist einfach nichts, wo halt ein Rennradreifen hochrollen mag. Und wenn man da reinfährt und will ganz schnell in die Pedale treten, bleibt man irgendwie gefühlt eher stehen. Und dann müssen sie helfen. Der Lärm der Zuschauer, der katapultiert einen irgendwie da hoch. Und das ist eine unglaubliche, einmalige Atmosphäre dort einfach. Zehntausende. Alleine an diesem Steilstück tanzen sich warm für den Abschluss ihrer Tour durch Ruanda. Gleich mehrmals dürfen, müssen die Fahrer da hoch und da drüber. Qual, Spektakel, Höhepunkt der 1000 Tourkilometer, die Wall of Kigali, das Alpe d'Huez Afrikas. Auch hier sind diesmal andere stärker als Kangangi, Holler, Kipkemboi oder Debesay. Bike Aid aus Blieskastel erreicht den Gipfel der Wall und das Ziel der Rundfahrt damit, anders als in den Vorjahren,
ohne Podiumsplatzierung. Es gibt zu viele andere gute Teams, die machen es dann halt einfach besser und dann kommt man auch nicht zum Erfolg, sondern man muss ja wirklich sehr, sehr ernsthaft und mit wirklich ganz viel Energie an diesen Stellschrauben arbeiten, damit das dann funktioniert. Es ist uns hier leider nicht gelungen, vielleicht weil unsere Erwartungen zu hoch waren. Das Rennen ist auch gewachsen vom Level. Natürlich gibt es hier ganz andere Teams von ganz anderen Kaliber, die noch viel schlechter unterwegs sind. Aber das ist nicht mein, das ist nicht das, womit ich mich messe, sondern wir haben uns was vorgenommen. Und das sind wir im Moment, haben wir es nicht erreicht. Wirklich schmerzhaft endet seine Tour. Im Vergleich zu allen anderen klettert Nicodemus Holler nur einmal die Wall hinauf. Auf einer Abfahrt danach, abseits aller Kameras, stürzt der Stuttgarter schwer. Fliegt aus der Kurve über eine Mauer und direkt dahinter mehrere Meter in die Tiefe. Dann bin ich kurz vor der Bergwertung fliegen gegangen. Das war dieser lange Anstieg. Dann bin ich halt Risiko gegangen in der Abfahrt. Und dann bin ich halt zu viel Risiko gegangen, habe die Kurve nicht gekriegt. Und dann ging es halt wirklich 6 Meter einfach senkrecht runter. Dann bin ich da aufgeprallt, dann weiß ich erstmal nichts mehr. Dann kam dann irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, bis da der Krankenwagen war. Nach 5 Stunden im Krankenhaus darf er am Abend zurück. Vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Als die während der Nacht nachlassen, spürt Holler erst das komplette Ausmaß. Mehrere Frakturen im Gesicht, Knöchelbruch, Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper. Definitiv schon bessere Nächte. Halt brutale Schmerzen im Gesicht, brutales Kopfweh. Und dann bewegt man sich ja dann doch immer wieder unbewusst im Schlaf und dann bin ich halt, ja keine Ahnung, jede Stunde mal aufgewacht mit Schmerzen. Aber am Ende habe ich dann doch 7 Stunden oder so geschlafen. Ist okay. Ja, ich hoffe, dass ich das einfach auf dem Rad dann schnell von der Backe bekomme. Weil es muss irgendwie weitergehen. Zwölf Bike-Aid-Tage in Ruanda gehen zu Ende. Und obwohl sportlich vieles unerfüllt bleibt, Krankheit und Sturz diesen Abschied zusätzlich trüben, bleiben doch noch so viele Augenblicke mehr, die das saarländische Aufsatteln für Afrika lohnen. Mal wieder. Das große Fernziel für Afrika, gibt es irgendwann einen afrikanischen Tour de France-Sieger? Von den körperlichen Voraussetzungen, vom Talent, von der Radsportbegeisterung muss es das irgendwann geben. Und das ist noch ein Weg. Und wenn wir zu diesem Weg ein Stück beigetragen haben, dann sind wir da relativ stolz drauf dann am Ende.